13 Wochen lang durchlaufen die Scharfschützen des Kommando Spezialkräfte, kurz KSK, einen Lehrgang unter extremen Bedingungen in der südlichen Schweiz. Sie stehen dabei unter enormem Leistungsdruck, denn im Laufe der Zeit wird das Team kleiner. Nicht alle halten den strengen Anforderungen des Lehrganges stand. Diese Woche stehen Sonderwaffen im Mittelpunkt. Alle Waffen, die das KSK besitzt, mit einem Zielfernrohr, lernen die Lehrgangsteilnehmer kennen, schießen damit, lernen Vor- und Nachteile kennen, lernen auch die Einsatzentfernungen kennen dieser Waffen. Feuer! Treffer! Diese Waffe klingt besonders laut. Der Rückstoß ist heftig und die Durchschlagskraft enorm. Die Belastung auf den Körper des Schützen entsprechend hoch. Die Zahl der Schüsse beschränken sie daher auf das Nötigste. '06 links. Feuer. Treffer. Das hier ist das G24, wie es bei den Spezialkräften der Bundeswehr eingeführt ist. Das Gewehr ist zum Bekämpfen von technischen Zielen auf Weiterentfernung gedacht. Im Gegensatz zu unserem Standardgewehr, dem G29, haben wir bei diesem Gewehr ein relativ großes Kaliber von 12,7 mm und ein relativ schweres Projektil, um auch auf Weiterentfernung noch genug Energie ins Ziel zu bringen. Mit dem G29 geht es mehr um Präzision als um Durchschlagskraft. Um uns das zu veranschaulichen, befestigen die Kommandosoldaten eine Patronenhülse auf dem Ziel. Es sind 200 Meter flache Ebene zu überwinden, der Wind ist deutlich zu spüren. Sie machen sich auf den Weg zum nächsten Übungsabschnitt. Wir führen jetzt durch eine Übung, schießen im freien Gelände und suchen uns jetzt die optimale Position dafür. Wie man sieht, ist ja hier relativ verwinkelt und verwachsen. Sie arbeiten im Team. Der Spotter behält die Umgebung im Auge, misst Windstärke und Richtung und berechnet Ziele. Sie müssen sich blind verstehen. Mein Spotter richtet sich hinter mich ein. Wir machen dann gemeinsam eine Geländetaufe, sodass wir dieselben Geländepunkte ansprechen mit demselben Namen. Und anschließend warten wir auf den Auftrag. Unser erster Wall ist von deiner linken Grenze aus gleich der erste, den du sehen kannst. Ja. Sie schießen bergab. Der Schalldämpfer hilft dem Scharfschützen, das Mündungsfeuer zu verbergen. 1,4 Strich links. Endziel. Feuer. Um Ziele zu finden, die über dem Schützen liegen, steigen die Soldaten schwer bepackt mit all ihren Waffen und der Munition auf höher gelegene Orte. Es ist ein schweres Gelände. Wege findet man hier nicht. In dieser Umgebung können sie scharf bergauf schießen. Eine Möglichkeit, die sie in Deutschland nicht haben. Okay, wir haben hier eine Zielentfernung von 660 Meter und einen Winkel von 30 Grad bergauf. Ich habe es gerade mal nachkontrolliert. Würden die Jungs den Winkel nicht berücksichtigen, hätten sie einen 50 cm Hochschuss, was ja schon bedeutet, einen Fehlschuss. Ne? Sie haben es super gemacht, haben getroffen. Ja. Wir machen weiter mit dem nächsten Anschlag. Die Scharfschützen finden eine neue, gute Schussposition. Dieses Mal liegt das Ziel bei knapp 900 Metern Entfernung. Die körperliche Belastung einerseits ist natürlich hoch, aber man lernt natürlich mit seinen eigenen Grenzen umzugehen, genau so seine Kräfte einzuteilen, dass man den Auftrag erfüllen kann. Und ja, natürlich fordernd, aber da wollten wir alle hin und ich denke, das ist genau das, was wir wollen, mit unseren Grenzen zu arbeiten. Bei den Schusspositionen achten Sie jedes Mal darauf, nicht zu sehr aufzufallen, auch wenn momentan das Schießen im Mittelpunkt steht. Wenn es noch unauffälliger sein soll, stellen sich die Soldaten eine Tarnung her, aus allem, was die Natur vor Ort hergibt. Es entsteht ein Tarnanzug, für den die Scharfschützen bekannt sind. Und sie. Feuer. Also das Schöne am Scharfschützensein für mich ist das Verschmelzen mit der Natur. Ich bin hier draußen, ich muss lernen, mich anzupassen. Und natürlich dann auch in der Ausbildung mich auch urban so anpassen, dass ich da vernünftig arbeiten kann.
In den zurückliegenden Wochen haben sie unter anderem aus Helikoptern geschossen und Anlandeverfahren und Fast-Roping trainiert. In den nächsten Tagen geht es für die Scharfschützen in der Schweiz im urbanen Gelände weiter.